Nee, c'est le mal. C'est tout. Sich von etwas einschließen zu lassen, ist das Böse. Chatprems Lebensgefährtin Sujata hört jetzt unserem Gespräch zu. Sie hatten auch keine religiösen Gründe für ihr Verhalten. Bestimmt nicht Religion. Wenn es eine Sache gibt, die erstarrt ist, versteinert, so die Religion. Im Osten wie im Westen. Sobald etwas eine feste Form hat, ist es tot. Was wir brauchen, ist Leben. Ist dauernd sich erneuerndes Leben. Mit Sujata ist Chatprem seit vielen Jahren zusammen. Sie hat ihn zur Zeit seiner tiefsten Verzweiflung am Selbstmord gehindert. Die Ausgeglichenheit, die Menschenfreundlichkeit, die er sich wohl mühsam erworben hat, ihr sind sie wahrscheinlich angeboren. Chatprems Wandermönchsleben hat sich übrigens großteils auf Bahnhöfen abgespielt. Dort wird übernachtet mit entsprechendem Ungeziefer. Und das bei einem Mann, den einmal ein Millionär adoptieren, ein anderer zum Plantagenboss machen, eine schöne Brasilianerin heiraten wollte und der dann immer über Nacht abgesprungen ist, um wieder unterwegs zu sein, um bloß nicht sesshaft zu werden, ein Bürger des Abenteuers. Papa, Papa. Derzeit lebt er also als Autor und von Freunden unterstützt, 2000 Meter hoch auf einer alten Teeplantage in Südindien. Sie wohnen hier abgeschieden, mitten in der Natur. Ist das richtig und ist das wichtig für Sie? Man lebt angenehm in der Natur, aber das Wichtigste ist, gut mit sich auszukommen. Könnten Sie das überall? Egal wo. In Paris, in New York, in einem Grand Hotel, in einem Slum, alles gleich. Wenn man bei sich selbst ist, kann man überall leben. Und nun kommen wir zur wichtigsten Station seiner Lebensreise, Pondicherry, ehemaliges Besitztum Frankreichs am Golf von Bengalen. Und Chatprems ganzes bisher beschriebenes Leben kann man als eine Flucht ansehen, um nicht hier eintreten zu müssen in den gerühmten Ashram, eine Art buddhistische Klosterschule. Es hat ihm nichts genützt. Er, der jeden Zwang hasst, hier hat er klein beigegeben. Denn hier lebte ja der weise Sri Aurobindo und seine französische Gefährtin, die in ganz Indien als die Mutter bekannt ist und erst vor wenigen Jahren 95-jährig gestorben ist. Hier die beiden Gräber, die eigentlich nicht gefilmt werden dürfen. 17 Jahre lang hat Chatprem die Gespräche der Mutter hier in diesen Räumen auf Tonband aufgenommen. Es ist sein Lebenswerk. Sri Aurobindo, der in einem ungeheuren Ansturm östliches und westliches Denken zu verbinden suchte, um damit uns allen neue Lebensmöglichkeiten zu schaffen. Mira Alfascha, Malerin, Mathematikerin, Pianistin, in ihrer Jugend mit Rodin, mit Monet bekannt, lebte 30 Jahre mit Aurobindo, gründete den Ashram und sogar eine ganze Stadt daneben, Auroville. Wie konnte Chatprem diesen zwei widerstehen, die verkündeten, dass der Mensch nur ein Übergang ist zu einer neuen Evolutionsstufe und dass es an jedem von uns sei, dabei mitzuhelfen. Sri Aurobindo ist 1950 gestorben, die Mutter lebte noch bis 1973, umgeben von Jüngern mit oft recht zweifelhaften Zielen, über die sie sich keiner Illusion hingab. Wieder einmal sollte zu einer Religion werden, was als Experiment gedacht war,
dem Menschen eine neue Bewusstseinsstufe zu erschließen, die es ihm ebenso unnötig macht, sich ins Nirvana zu versetzen, als unmöglich, sich mit Atombomben in die Luft zu knallen. Ob es das gibt und ob die Mutter diese Übermenschlichkeit erreicht hat, das weiß ich nicht. Mindestens ist es der höchste Gedanke, der überhaupt gedacht werden kann. Ich verwende hier bewusst einen Ausdruck von Nietzsche. Die Stimme der Mutter 1967, enttäuscht, dass Israel nun auch einen Angriffskrieg führt. All the countries live in falsehood. Alle Länder leben in der Lüge. If only one country stood courageously for truth, the world might be saved. Wenn nur ein Land mutig für Wahrheit stünde, könnte die Welt gerettet werden. Bon, si vous n'êtes pas un philosophe, un penseur, un gourou ou un sage, qu'est-ce que vous êtes? Wenn Sie weder Philosoph sind, noch Mystiker, noch Guru, noch Weiser, was sind Sie? Incarner quelque chose. Incarner. Etwas verkörpern. Incarner un peu de vérité, un peu d'amour. Ein wenig Wahrheit, ein wenig Liebe. Vous sentez déjà, spüren Sie sich schon als der neue Mensch? Oh Gott, nein. Ich suche, ich brauche. Ich brauche. Wie ein Fisch, der erstickt, Luft braucht. Ich bin nur das Bedürfnis nach etwas Neuem. Ich bin ein Mensch wie alle. Ich möchte nur, dass dieses Bedürfnis die ganze Welt erfasst. Ginge es diesen Teepflückern besser, wenn sie Klassenkämpfer wären? Sicher. Hat deswegen der Marxismus die Antwort auf alle Fragen? Sicher nicht. Auch nicht die Wissenschaft, die Religion, niemand. Es gibt nur deine Antwort auf deine Frage, sagt Zsadprem. Und wie dringlich, wie intensiv deine Frage, das macht den ganzen Unterschied zwischen den Menschen aus. Ich weiß nicht, warum das so schwer sein soll zu verstehen. Zsadprem glaubt nicht an Ideen, Ideale, Ideologien. Sie sind Massenware, Ersatz für den Kontakt mit sich selbst. Wenn du nach einem neuen Leben rufst, so muss neues Leben unter deinem Fuß aufblühen. Nichts kann aufblühen, wenn man nicht danach ruft. Die Antwort liegt schon in der Frage drin. La question, c'est la réponse même. Die Frage ist bereits die Antwort. Ich habe mich Jahre herumgeschlagen mit der verzweifelten Frage nach dem Sinn meines Lebens. Immer ohne Antwort. Und dann habe ich begriffen, meine Frage war bereits die Antwort. Die Frage ist dieses Feuer, das in dir brennt. Und dieses Feuer, das bist schon du. Indien ist nicht mehr exotisch. Indien sind wir. Natur, Kultur, Glaube, alles, wovon der Mensch innerlich leben kann, verschwindet, nur ein bisschen langsamer als bei uns.
Von den Resten zehrt der Tourismus, auch der Filmtourismus, verlogener von Jahr zu Jahr. Derzeit werden die letzten indischen Tiger abgeschossen, der Himalaya abgeholzt. Der Wald, an dem Sat Prem lebt, 300 Meter lang, ist schon fast ein Ereignis. Ein Viertel der Erdbevölkerung kocht und heizt mit Brennholz, das es bald nicht mehr geben wird. Man muss heute schon allerhand anlegen, um seine Leiche in Benares verbrennen zu lassen. Und was dann, wenn nichts mehr da ist? Der Weltraum, eher schon der Weltkrieg, da ist wenigstens noch was los. Von diesen Ängsten ist Sat Prem besessen. Das neue Bewusstsein, das er herbeiwünscht, sieht er als letzte Rettung überhaupt. Sat Prem, on entend les coupeurs de bois. Man hört die Holzfäller, der Wald verschwindet, die Natur wird ausgerottet. Was bleibt von der Welt? Du monde. Was von der Welt bleibt? Nur die innere Wahrheit. Sonst ist das die komplette Zerstörung, ohne Zweifel. Das Abenteuer, wie es unsere Generation noch gekannt hat, zu Ende. Alle Grenzen sind bewacht, alle Pässe gestempelt. Kein Platz mehr für Abenteuer. Sauf la vraie, la dernière. Außer dem Wahren, dem Letzten. Quelle aventure de quoi? Das Abenteuer von was? La réalité de l'homme. Von der Realität des Menschen. Du pouvoir de l'homme. Seiner Macht. La joie de l'homme. Seiner Freude. On connaît des faux pouvoirs, des fausses joies. Wir kennen ja nur falsche Macht, falsche Freuden. Und nun, mehr herbeigesehnt als gekannt, sein Glaube an eine neue Evolution. Ein Sprung so groß wie der vom Affen zum Menschen. Und wie soll das stattfinden? Lassen wir es ihn sagen, ohne es recht zu verstehen. Wenn eine Evolution kommt, so muss sie im Körper passieren. Muss man erst mal wissen, was der Körper ist, was er kann. Alors, le processus, n'est-ce pas, c'est de alle Schichten durchdringen, couches, qui ont été mises die wir auf dem Körper geladen haben. Un corps, des couches intellectuelles, d'abord la pensée. Den Intellekt zuerst. Wir leben ja nicht im Körper, sondern im Kopf. Et puis après, il y a encore une autre couche, tous les sentiments, dann die Gefühle, les passions. Die Passionen. Et puis encore des couches plus profondes, les réactions, dann die Reaktionen, la peur, l'angoisse, Angst, Hunger, Schlaf. Et puis encore plus profond, n'est-ce pas? Il faut traverser toutes ces couches qu'on das alles muss man durchstoßen. Quand on arrive justement aux couches des habitudes, zuletzt die Gewohnheiten des Körpers, que l'on croit être des habitudes corporelles, mais qui ne sont pas des habitudes, die wir ihm aber auch aufgezwungen haben, Krankheiten, Verfall. Alors là, on commence à approcher du. Wenn man das alles ausgeschaltet hat, dann kommt man in einen furchtbaren Wald. De quelque chose de très extraordinaire. Und gleichzeitig là, etwas Erstaunliches. Du prochain stade évolutif. Man ist bereit für die nächste Stufe der Evolution. Letzter Tag bei Sat Prem. Gewitter im Nilgiris-Gebirge. Aber nun wollen wir mal von der Menschheit Höhen herunterwandeln und ihn fragen, was uns alle angeht, die wir ja zumeist im Flachland wohnen und unsere tagtäglichen Sorgen haben.